Die rachsüchtigsten Tierkreiszeichen. Rachsüchtige Tierkreiszeichen können aggressiv und feindselig sein. Diese Tierkreiszeichen wissen, wie man einen Groll hegt. Sie verzeihen nicht und vergessen nicht, egal wie viel Zeit vergangen ist. Die rachsüchtigsten Sternzeichen können hartnäckig und besessen davon sein, sich zu rächen. Diese Zeichen sind stur und werden nicht vergessen, sich zu rächen. Sie können angenehm und fürsorglich sein, wenn du auf ihrer Seite bist. Sie versuchen, dich zu demütigen und können deinen Ruf ruinieren, wenn sie sich über dich aufregen. Rachsüchtige Zeichen warnen nicht zweimal, bevor sie sich rächen. Skorpion. Skorpione sind die rachsüchtigsten Tierkreiszeichen. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, können stark und emotional sein. Sie sind sensibel und halten immer Ausschau nach möglichen Bedrohungen. Skorpion, das gefährlichste rachsüchtige Tierkreiszeichen. Sie können geheimnisvoll sein, aber großen Schaden anrichten. Skorpione können ruhig sein, was sie unberechenbar und gefährlich macht. Sie sind intuitiv und intelligent und können in die Defensive geraten, wenn sie glauben, dass man mit ihnen konkurriert. Skorpione sehnen sich nach Macht und Autorität. Sie wollen die Kontrolle behalten und lassen nicht zu, dass jemand sie ihnen streitig macht. Wenn du einen Skorpion in Verlegenheit bringst oder versuchst, ihn zu kontrollieren, sehnt er sich nach Rache. Sie können aggressiv sein und ziehen es vor, strategisch zu handeln und sich mit intellektuellen Mitteln zu rächen, anstatt zuzuschlagen und die Kontrolle zu verlieren. Sie sind um ihren Ruf besorgt und werden versuchen, ihre Karriere oder ihr Image zu untergraben, wenn sie ihnen zu nahe treten. Skorpione können sich rächen, ohne eine Spur zu hinterlassen, die sie mit ihren plötzlichen Misserfolgen in Verbindung bringt. Skorpion, das rachsüchtigste Zeichen des Tierkreises. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, sind in der Lage, die Kontrolle zu behalten. Sie suchen Sicherheit, indem sie die Kontrolle übernehmen, und dulden nicht, dass sich jemand in ihr Territorium einmischt. Manche halten den Skorpion für ein dämonisches Tierkreiszeichen, aber sein Ruf als böses Wesen ist ungerechtfertigt. Skorpione haben viele positive Eigenschaften. Allerdings dulden sie keinen Verrat und keine Täuschung. Stier. Stier, ein Erdzeichen, ist das Gegenteil von Skorpion. Dennoch haben Stier und Skorpion etwas gemeinsam. Sie führen die Liste der rachsüchtigsten Tierkreiszeichen an. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, sind bodenständig und praktisch. Sie legen Wert auf Stabilität und können aufrichtig und fürsorglich sein. Der Stier gibt dir das Beste von allem, was er hat, einschließlich seiner Aufmerksamkeit. Aber sie sind empfindlich gegenüber Betrug. Machen Sie nie den Fehler, einen Stier zu betrügen. Stiere können zuverlässig und liebevoll sein, aber sie vertrauen anderen nur langsam. Das Schlimmste, was sie einem Stier antun können, ist, ihn in Bezug auf ihre Beziehung zu verunsichern. Wenn der Stier Beweise für ihre Untreue findet oder auch nur vermutet, dass sie Hintergedanken haben, gehen seine Mauern hoch. Stiere können rachsüchtig werden. Sie wollen ihnen eine Lektion erteilen, weil sie sie verletzt haben. Sie lassen nicht zu, dass ihr Groll in Vergessenheit gerät. Stiermenschen sind stattdessen davon besessen, sich zu rächen. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie sich gerechtfertigt fühlen. Wie der Skorpion greifen auch Stiere zu hinterhältigen Methoden. Sie setzen sie bei der Arbeit auf die schwarze Liste. Sie unterminieren ihre Karriere und nutzen ihre materialistische Orientierung, um sich zu rächen. Sie verfolgen sie vielleicht wegen einer finanziellen Entschädigung, aber sie rächen sich heimlich. Der Stier führt die Liste der wütendsten Tierkreiszeichen an. Obwohl sie zu Wutanfällen neigen, vermeiden sie Wutausbrüche. Sie unterdrücken ihre Leidenschaften, aber schwelende Ressentiments schüren ihren Rachedurst. Stier, eines der unversöhnlichsten Tierkreiszeichen. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, hegen Groll und können kalt und distanziert sein, wenn man sie verletzt. Sie können das unerbittlichste und starrste Sternzeichen sein. Löwe. Löwe, ein Feuerzeichen, das für seine Leidenschaft und sein Durchsetzungsvermögen bekannt ist. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, können selbstbewusst und beliebt sein. Viele Menschen lieben und bewundern sie. Aber sie haben auch eine dunkle Seite. Löwen verlangen Respekt und Bewunderung. Sie verzeihen dir nicht, wenn du ihren Ruf schädigst. Löwen sind auch eitel. Wenn sie sich zurückgewiesen fühlen, rächt sich der Löwe. Von den drei Tierkreiszeichen, die für ihre Rachsucht bekannt sind, ist der Löwe dasjenige, das am ehesten die Kontrolle verliert. Er ist impulsiv und kann seinen Trotz kreativ und theatralisch ausdrücken. Im Gegensatz zu Skorpion und Stier hat der Löwe kein Problem damit, eine Szene zu machen, wenn er sich über jemanden ärgert. Er schlägt um sich und kann zerstörerisch sein. Er lässt dich wissen, dass er verletzt ist und kann dramatisch sein. Ein Löwe kann theatralisch sein, und man könnte meinen, er übertreibe. Aber sie sind egoistisch und leicht zu verletzen.
Wenn du einem Löwen ein schlechtes Gewissen einredest oder ihn ignorierst, kann es sein, dass du das Ziel der Rache eines Löwen wirst. Ihre Wut entlädt sich, sie beschimpfen sie und bringen sie online in Verlegenheit. Löwen werden in den sozialen Medien hysterisch und beschimpfen sie bis zur Erschöpfung. Es kann Tage, Wochen oder Monate dauern, aber wenn Löwen ihre Wut bis zum Punkt der Katharsis ausdrücken, können sie vergeben und vergessen. Sie bedauern vielleicht, dass sie sie verletzt haben, fühlen sich aber in der Regel rehabilitiert. Ein Löwe kann zurückkommen, nachdem er sich auf eine Person gestürzt hat. Er will sich rächen und hat dann das Gefühl, dass man quitt ist. Wenn ein Löwe immer noch eine Beziehung mit dir will, erwartet er, dass du dich entschuldigst. Steinbock. Steinbock. Ein Erdzeichen, das dafür bekannt ist, praktisch und bodenständig zu sein. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, zeigen selten Gefühle. Anders als Löwe machen sie keine Szene. Das heißt aber nicht, dass Steinböcke keine Rachegelüste haben. Wenn du einen Steinbock verärgerst, rächt er sich mit Rache. Sie sind geduldig und intelligent. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, lassen sich Zeit und planen ihre Rache. Sie sehen über kleinere Probleme hinweg, aber Steinböcke können unerbittlich sein, wenn es um ihre Karriere, ihren Ruf und ihre Finanzen geht. Steinböcke sind fleißig und rächen sich bis ins kleinste Detail. Wenn sie verärgert genug sind, wird ein Steinbock deinen Hintergrund und deine Geschichte erforschen. Sie werden ihren Chef und ihre Familie kennenlernen. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, haben ein ausgeprägtes Zeitgefühl. Wenn die Zeit gekommen ist, sehnen sie sich nach Rache. Sie wollen sich rächen und versuchen, ihren Erfolg zu sabotieren und andere gegen sie aufzubringen. Steinböcke verhalten sich nach außen hin ruhig und professionell. Niemand weiß, dass sie versuchen, sie zu brechen. Wenn sie versuchen, andere zu warnen, dass ein Steinbock ein Komplott gegen sie schmiedet, wird ihnen niemand glauben. Obwohl Steinböcke, wenn es um Rache geht, eines der kältesten Sternzeichen sind, sind sie auch die raffiniertesten. Sie verbergen ihre Taten und können sie glaubhaft leugnen. Es ist das Tierkreiszeichen, das am ehesten allein sterben wird, aber das macht dem Steinbock nichts aus. Sie können Menschen wegstoßen, sind widerstandsfähig und gleichgültig. Sie brauchen keine Anerkennung von anderen und dulden keine Misshandlungen. Widder. Widder, ein Feuerzeichen, ist dafür bekannt, dramatisch und intensiv zu sein. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, sind normalerweise optimistisch und freundlich. Sie sind energiegeladen und enthusiastisch. Widder sind für ihren Mut und ihre Tapferkeit bekannt. Sie versuchen ihr Bestes, um ihren Lieben zu helfen. Aber sie sind auch stolz und egozentrisch. Wenn du jemanden, der in diesem Zeichen geboren ist, verärgerst, wird er sich revanchieren. Wie der Löwe wird auch der Widder nicht warten, bis er hinter deinem Rücken deinen Ruf ruinieren kann. Sie werden eher defensiv sein. Sie werden sich auf dich stürzen und dich vielleicht verletzen. Du wirst vielleicht schockiert sein, was dieses normalerweise sorglose Zeichen sagt, wenn es sich über dich ärgert. Sie decken deine Schwächen auf und machen Wutanfälle. Widder können starrköpfig sein. Sie nehmen sich die kleinsten Beleidigungen zu Herzen und nehmen es persönlich, wenn man sie beleidigt. Wenn sie einen Widder versehentlich beleidigen, wird er sie angreifen, als ob sie seine Gefühle absichtlich verletzt hätten. Widder werden feindselig, wenn sie beleidigt sind. Sie machen sie zu ihrem Feind und hören nicht mehr zu, wenn sie etwas sagen. Sie wollen sie zur Rede stellen und zeigen, dass sie die Kontrolle über die Situation haben. Widder, das böseste Tierkreiszeichen. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, können leidenschaftlich und temperamentvoll sein. Sie verstecken ihre Verletzlichkeit hinter Wut und können rachsüchtig sein. Schütze. Schütze, ein Feuerzeichen, das für seine Unabhängigkeit und Unbekümmertheit bekannt ist. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, können charmant und freundlich sein. Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und können die meisten Konflikte abwenden. Aber wenn man einen Schützen unterbricht, wird er scharf und schroff. Sie können sarkastisch sein und klarstellen, dass sie nicht länger ihre Unterstützung haben. Schütze sind zwar nachtragend, aber sie ignorieren sie eher und machen weiter. Sie verschwenden keine Zeit und Energie auf Rache, wie es ein Skorpion oder Steinbock tun würde. Ein Schütze könnte über sie lästern und die Beziehung ganz abbrechen. Sie gehen auf die Suche nach ihrem Glück und lassen dich zurück. Aber wenn sich ihre Wege wieder kreuzen, verhält sich ein Schütze kalt. Er wahrt seinen Ruf und handelt nicht abrupt. Aber sie werden deinen Ruf ruinieren. Schütze haben ein großes Publikum und sind einflussreich. Ihre Meinungen und Botschaften erreichen eine große Gruppe und sie können ihre Aussichten online ruinieren. Was Sternzeichen und tödliche Blicke anbelangt, so kann ein Schütze sie mit einem einzigen Blick vor Angst erstarren lassen.
Sie können mit ihren Augen Dolche verschießen, wenn sie verärgert sind, und sie brauchen kein Wort zu sagen.